Gudrun Tackenberg, wir sind hier in einer Frauenberatungsstelle inmitten von Duisburg und Sie hatten gerade die Situation, dass Sie eine Spende von der Sparkasse Duisburg erhalten haben für Ihre Arbeit. Wie sieht denn die Arbeit der Frauenberatungsstelle überhaupt aus? Wir beraten Frauen zu allen Themen, die für Frauen relevant sind, zum Beispiel Trennung, Scheidung, Essstörung, Neuorientierung nach der Familienphase, Lebenskrisen. Ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die häusliche Gewalt, psychische, physische und sexualisierte Gewalt, die Frauen hier in Duisburg erleben. Wir haben seit vielen Jahren eine Landesfinanzierung. Dadurch werden 85% unserer Kosten gedeckt. Wir bekommen einen jährlichen Zuschuss von der Stadt Duisburg und den Rest finanzieren wir aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wir hatten im vergangenen Jahr über 1000 Beratungsgespräche. 759 Frauen haben in 2014 bei uns Beratungen erhalten. Davon war ein großer Teil zum Thema häusliche Gewalt. Wir arbeiten eng mit den Institutionen und auch mit der Polizei in Duisburg zusammen und sind über den Rundentisch Duisburg mit allen Beteiligten hier in Duisburg gut vernetzt. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder eine Zunahme der von Gewalt betroffenen Frauen erlebt. Wir versuchen natürlich jeder Frau die Hilfe zu bieten, die sie benötigt. Helge Kipping, wir sind hier bei der Frauenberatungsstelle und der Grund dafür ist eine Spendenüberreichung. Sie haben 20.000 Euro Spende der Sparkasse Duisburg mitgebracht. Ja, warum macht die Sparkasse das? Ja, also wir haben natürlich als Sparkasse Duisburg auch eine sehr, sehr hohe soziale Verantwortung, der wir uns auch gerne stellen. Und Sie wissen ja, dass wir halt in vielen Bereichen auch Unterstützung leisten. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, hier heute den Spendencheck symbolisch überreichen zu dürfen. Und ich muss ehrlich gestehen, auch nach dem Gespräch mit den Damen hier von Frauen helfen Frauen, ich bin sicher, dass wir damit einen sehr, sehr guten Zweck unterstützen. Also ich habe das Glück gehabt, mich vielleicht in der Vergangenheit relativ wenig mit dem Thema des Frauenhauses hier auseinanderzusetzen. Und ich habe heute Zahlen erfahren, die mich wirklich erschrocken gemacht haben. Jede vierte Frau erlebt in ihrem Leben häusliche Gewalt. Und insofern kann man sich ja vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist. Und wir haben heute hier erfahren, dass über 1000 Beratungen hier im letzten Jahr stattgefunden haben. Und insofern glaube ich, dass wir mit unserem Beitrag hier auch dafür Sorge leisten, tragen können, dass hier einfach weiterhin gute Beratung stattfindet. Ein Teil des Geldes geht ja ans Frauenhaus, wo ja die Möglichkeit besteht, für 8 Frauen und ihre Kinder halt letztendlich auch eine Übergangslösung vor Ort zu schaffen. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir hier eine gute Institution unterstützen. Wir sind natürlich als Sparkasse Duisburg hier auch unserer Rolle bewusst und werden natürlich auch weiterhin solche und ähnliche Institutionen begleiten. Aber es ist leider so, dass aufgrund natürlich auch der Haushaltssituation in den Kommunen, in den Ländern, auch die Anfragen bei uns ständig größer werden und wir natürlich auch gucken müssen, wie filtern wir das und wie verteilen wir das. Aber ich bin trotzdem dann auch froh, dann auch im persönlichen Gespräch mit den Vereinen, mit den Institutionen auch zu erleben, wie wichtig und richtig doch dann unsere Zuwendungen auch sind. Und was wirklich für mich einfach heute auch so erschütternd ist, dass man viele Sachen einfach so im normalen Alltag gar nicht mehr so wahrnimmt. Und diese Grauzone und diese Graumenge, die wir da haben, die ist ja doch offensichtlich so groß, dass fast jeder von uns in seinem weiteren Umfeld eigentlich einen Fall häuslicher Gewalt haben müsste. Aber das ist ein Tabuthema, was bei uns noch in so einer Ecke steckt, über die nicht geredet wird, wo Schamgefühl eine große Rolle spielt. Und wenn man dann hört, was da für Geschichten hinterstehen, ist das schon eine Sache, die eine enorme Bedeutung hat. Und auch dieser gesellschaftliche Auftrag, der jetzt auch hier erfüllt wird, der ist schon immens. Und ich denke, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, ist wahrscheinlich wieder ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Herr Kipping, ich bedanke mich. Vielen Dank.